Servus und willkommen zu Forzim 1 gegen 1. Wir sind auf Abyss. Ich würde sagen, das ist eine schöne Map, aber das wäre einfach ganz kackend dreist gelogen. Und wir spielen nochmal gegen unseren liebsten Pilz. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Wir haben diesmal nicht Sieb dabei, sondern wir haben unseren Lieblingscommander ausgepackt. Wenn es darum geht, welcher Commander ist heiß und fettig, richtig, es ist die gute Firebird. Bei ihm, ich gehe zu 110 Millionen Prozent aus. Es wird dieses eklige, ich baue mich da hoch und spiele Shotguns Play. Bin ich gar kein Fan von, weil ja, es ist stark, aber ja, es macht jeder. Und sobald es jeder anfängt zu machen, bin ich raus. Aber wir wissen, was kommt. Von daher alles entspannt. Da ist ein Sniper. Wir haben selbst noch keinen Sniper. Kann man ändern. Eventuell kommt ja auch gar nicht dieses eklige Sniper-Play-Gedöns. Aber ich kann hier schon mal verkaufen, weil wir wissen, er hat eine Munitionskammer. Wenn wir das wissen, eine Waffenkammer, das sehen wir da hinten dran. Das macht es halt für uns angenehm. So. Dann gehen wir da hin. Okay, noch 4 Minen. Da sind wir auch. Insgesamt sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, dann gehen wir hier mal für eine kleine Tür. Wir wollen ja nicht, dass wir unseren Sniper gleich verlieren oder dass der Kopf kürzer gemacht wird. Das wäre halt echt ungeil. Ja, guck mal, da sind doch schon die Ekel-Shotguns da oben. Ja, ja. Ich habe schon mit gerechnet. Und die soll mir halt hier den Spot komplett zerschießen. Das ist so die Krux dabei. Guck mal einer an. Die sollen mir den Spot hier oben zerschießen dann, dass halt meine Energiegewinnung und alles massiv gehemmt ist. Aber das Spiel können zwei. So, dann machen wir das doch mal so. Und schießen nach oben auf seine... Ah, komm in... Mist. Wollte gerade sagen, das Spiel können zwei, dann kann ich doch jetzt mal einfach reingehen. Ah! Ohne Worte. Einfach ohne Worte. So. Danke, den habe ich eh nicht gebraucht. So, aber dann gehe ich nach da oben und deaktiviere die da oben, weil da läuft gerade das Upgrade, was ich nicht haben will. Und ah, der Gunner, der ist zu spät. So. Nein, ich wollte gerade sagen, gib mir bitte den einen Schuss noch. Aber Spiel sagt nein. Gut, aber Alter, diese Ekel-Shotguns. Die sind einfach nur nervig. Jo. Ey, das ist so dumm. Das ist einfach nur maximal dumm. Man weiß, was kommt und man kann trotzdem nichts dagegen tun. Weil es ist halt... Warte mal. Was heißt, man kann nichts dagegen tun? Was heißt denn, man kann nichts dagegen tun? Es ist einfach ganz viel Holz bauen. Was will er mir schon tun? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, jetzt geht er da oben auf den Spot. Aber da habe ich die Sandsäcke. Das ist für mich relativ safe. Dann baue ich mich nach da oben. Okay. Dann probieren wir es doch einfach mal ein bisschen zu tanken jetzt. Wir holen uns hier auch dann eine... Okay, es kommen da unten, kommen dann jetzt noch Rockets, weil es so schön war.
Ja, okay. War anscheinend nicht hoch genug geplaced. Dann bauen wir es halt noch ein bisschen höher. Ja, gut. Dann kommen die jetzt da oben hin. Und hier. Ja, wir müssen dann einfach mal ganz kurz im Moment innehalten. Ja, komm mal her. Schade. Der Sniper ist raus. Und ja. Wir können uns hier einen Firebeam gönnen. Wo kam das jetzt her? Alter, okay, die haben immer noch einen Winkel. Dann baue ich halt noch etwas höher. So hoch, bis es ins Unendliche geht. Ey, aber der Winkel, den verstehe ich ums Verrecken nicht. Wie der funktioniert. Aber was soll's. Ah, okay, er hat riesige Türen eingezogen. Einfach um sich dahingehend zu schützen. Verstehe. Ich verstehe nicht, warum er hier Hintergrundholz macht, aber ich muss auch nicht alles verstehen. Aber wir haben diesen Ekelmist gut überstanden. So. Ey, die haben immer noch einen Winkel. Wie kann das denn sein? Wie können die Dinge noch immer da einen Winkel drauf haben? Das ist für mich einfach einfach, ja. Das ist für mich einfach ein Rätsel. Wie geht das? Wie können die da einen Winkel drauf haben? Das verstehe ich im besten Willen nicht. So. So, wir haben Core Damage, weil er brennt. Das finde ich doch sympathisch. Oh, guck mal. Hä? Oder wer hat Core Damage? Wir? Er? Ich blick gerade nicht durch. Er hat Core Damage. Okay. Aber wir haben dafür gleich kein Fort mehr. Also von daher, ey, diese scheiß Shotguns. Meine Güte. Das, ja, wir brennen. GG. GG. Was ein Rotz. Ey, das ist doch einfach nicht ernst gemeint, oder? Ey, diese Kackdinger, ernsthaft. Das ist sowas von einfach nur Scheiße gegen zu spielen. Du weißt, was kommt? Und du kannst einfach gefühlt nichts dagegen machen. Das ist doch einfach nur zum Kotzen. Ja. Ja, GG. GG hat er gut gespielt, aber ich hasse diese Drecks-Shotguns. Meine Güte, es ist einfach nur nervig. Es ist einfach nur zum Kotzen, diese... Ach, reden wir da drüber. Genug aufgeregt für einen Tag. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat und diese verfluchten Shotguns da oben auch so sehr hasst wie ich, dann haut es mir in die Kommentare, liken, kommentieren, dass ich weiß, dass ihr das genauso hasst wie ich. Das ist einfach so... Einfach nur Scheiße. Das ist durchgehend Scheiße. Ach, was ein Mist. In dem Sinne, haut rein.